Eisen, das Synonym für Stärke und Rückgrat unserer architektonischen Meisterleistungen. Wir bauen es ab, formen es und essen es sogar. Die Waffen, die wir daraus herstellen, diktieren den Ausgang von Kriegen. Eisen, das Material, das unsere Welt farbig macht, birgt sowohl lebenswichtige als auch verblüffende Eigenschaften. Sehen Sie nun die ganze Geschichte über Eisen bei Moderne Wunder. Eisen. Ein Element, das auf der Erde reichlich vorhanden ist. Und das Material, worauf unsere Zivilisation basiert. Wo man auch hinschaut, es ist das Herzstück von Bauwerken, Autos, Schiffen, Werkzeugen und Waffen. Doch ist es auch Hauptbestandteil des Erdkerns und fließt durch unseren Körper. Für unsere Gesundheit ist Eisen sehr wichtig. Ohne Eisen wäre menschliches Leben nicht möglich. Eisen ist nicht nur wegen seiner einzigartigen Härte von unschätzbarem Wert, sondern auch, weil es bei extremer Hitze überraschend formbar ist. Erz wird mit Hitze in Eisen verwandelt. Die daraus geschmiedeten Werkzeuge halten für Generationen. Die Stärke von Eisen liegt in der besonderen Fähigkeit seiner Atome, einen Teil der 26 Elektronen mit anderen Eisenatomen zu teilen und eine unglaublich feste Verbindung einzugehen. Die Größe der daraus resultierenden Gitterstruktur hat keine Grenzen. Das ist also das Geheimnis seiner Stärke, denn der Anteil von Elektronen an zwei Eisenatomen ist grundsätzlich die Verbindung, die ein Stück aus Eisenmetall zusammenhält. So stabil Eisen auch ist, man kann es leicht formen. Denn bei Temperaturen über 1500 Grad Celsius lässt sich die Verbindung zwischen seinen Elektronen auflösen und man kann die Form leicht verändern. Man kann diese Verbindungen richtiggehend aufreißen. Die Eisenatome schwimmen dann alle in einer flüssigen Atomsuppe herum. Das ist sehr zweckdienlich. Man kann das Eisen dann zum Beispiel in Gussformen gießen und je nach Belieben verformen. Eisen in Form von Stahl ist das auf der ganzen Welt am häufigsten recycelte Material. Allein in den Vereinigten Staaten werden jährlich fast 70 Millionen Tonnen wiederverwertet. Eisen und Stahl kann man endlos wiederverwerten. Derselbe Stahl, aus dem einst ein Ford Model T gebaut war, könnte heute zu einem Kühlschrank, einem Baugerüst oder einem Auto umfunktioniert worden sein. Ein weiterer nützlicher Aspekt von Eisen ist, dass es in unmittelbarer Reichweite liegt, direkt unter unseren Füßen. Die Erdkruste besteht zu etwa 5% aus Eisenerz. Im Bergbau werden pro Jahr 1 Milliarde Tonnen davon abgebaut. In diesem riesigen Tagebau in Minnesota wird eines der größten Eisenerzvorkommen der Vereinigten Staaten freigelegt. Die Minorca-Mine verarbeitet jedes Jahr über 10 Millionen Tonnen Eisenerz. Die Mine, in der wir gerade stehen, ist ungefähr 1600 Meter breit und 900 Meter lang. Wir fördern hier mehrere Schichten Eisenerz. Momentan befinden wir uns in 120 Metern Tiefe am Grund der Mine. Beim Tagebau wird die Abraumschicht entfernt und das Eisenerz freigelegt. Dabei entsteht dann dieses riesige Loch im Boden. Die Nachfrage nach Eisen ist so groß, dass diese Mine 365 Tage im Jahr 24 Stunden lang in Betrieb ist. Wo kommt all dieses Eisen her? Vor Milliarden von Jahren, lange nach dem Urknall, entstanden in Sternen schwere Elemente. Diese Sterne verwandelten sich irgendwann in Supernovae, die bei der Entstehung der Erde entscheidend waren. Als der sterbende Stern explodierte, wurden Eisen und andere Elemente in diesen Teil der Galaxie geschleudert.
Die Erde formte sich in diesem Gemisch von Elementen, den Überresten der Supernova. Als sich die Elemente langsam voneinander isolierten, sank das Eisen mit seiner großen Dichte größtenteils zum Mittelpunkt der Erde. Tatsächlich besteht der Erdkern zu 98% aus Eisen. Allerdings sind enorme Mengen an Eisen auf der Erdkruste geblieben, in Form von Ablagerungen, wie zum Beispiel der eisenreichen Bergkette, die im heutigen Minnesota liegt. Die ersten Regengüsse auf der Erde waren enorm säurehaltig. Die Eisenberge lösten sich auf und ein eisenhaltiger Ozean legte sich übers Land. Ein paar Millionen Jahre später erstarrte das gelöste Eisen, lagerte sich am Grund ab und hinterließ die heutigen Lagerstätten. Hier in Minnesota haben wir mit dem Erz, aus dem wir heute Eisen gewinnen, wahrscheinlich genug Eisenerz für weitere 100 Jahre Bergbau. Das Erz, das hier abgebaut wird, ist ein Eisenoxid namens Magnetit, welches zu 22% aus Eisen besteht. Bis in die späten 1940er Jahre wurde in Amerikas Minen ein eisenhaltigeres Erz namens Hämatit abgebaut, welches zu 65% aus Eisen bestand. Durch den enormen Bedarf an Eisen während des Ersten und Zweiten Weltkriegs wurden die landesweiten Hämatitressourcen jedoch erschöpft. Das ist Hämatit, der Stein, den man früher in Minnesota abgebaut hat. Wegen des oxidierten Eisens ist seine Farbe rot. Es sieht aus wie der wetterbedingte Rost auf Stahl oder Eisen. Das ist Magnetit. Das fördern wir heute. Es ist schwarz und hat weniger Eisengehalt als Hämatit. Zehn Sekunden bis zur Sprengung. Um zum Magnetit zu gelangen, muss gesprengt werden. Mit Muldenkippern wird es dann zur Weiterverarbeitung abtransportiert. Das ist einer unserer Muldenkipper. Er ist 7 Meter breit, 6,5 Meter hoch und an die 13 Meter lang. Er kann 217 Tonnen Eisenerz auf einmal befördern. Der ganze Vorgang, angefangen bei der Förderung bis hin zur Aufbereitung, ist dazu bestimmt, diese großen Eisenerzstücke immer weiter zu zerkleinern, bis wir die Eisenpartikel vom Rest des Materials trennen können. Nachdem Kegelbrecher und Kugelmühlen das Eisenerz zu Pulver zerkleinert haben, verwandeln es Mischmaschinen in eine wässrige Masse. Dieser Schlamm durchläuft dann Magnetabschneider. Magnetabscheider sind Gussgehäuse mit einer großen Magnetwalze. Während die Walze rotiert, werden die magnetischen Eisenpartikel im Erz angezogen und von den nichtmagnetischen Partikeln getrennt. Der Eisenschlamm wird nun maschinell mit Ton vermengt. Das Ganze wird in Formen gegossen und bei 1300 Grad Celsius in handliche, leicht zu transportierende, murmelgroße Kügelchen erhärtet. Das ist es. Eisenerzpellets mit über 60% Eisengehalt. Unser Endprodukt, bereit zum Verladen. Aus 98% dieses Eisens wird Stahl erzeugt. Für Bauten wie die Golden Gate Brücke, große Stadien oder Wolkenkratzer. Im Kern bestehen sie alle aus Eisen. Stahl wird aus 100%ig reinem Eisen hergestellt. Unreinheiten wie zum Beispiel Sauerstoff müssen entfernt werden. Dafür muss man das Eisen schmelzen. In der extremen Hitze eines Hochofens. Der Hochofen verbrennt Koks, eine aufbereitete Form von Steinkohle. Eine ungeheuer große Menge an Luft ist nötig, um eine für die Stahlherstellung ausreichend hohe Temperatur zu erreichen. Bei der Stahlherstellung wird im Hochofen Eisenerz mit dem Kohlenstoff aus Koks vermengt. Zu viel Kohlenstoff macht es brüchig. Eine ganz kleine Menge, nicht mehr als 2%, reicht aus.
So sieht Eisen auf atomarer Ebene aus. Bei der Stahlherstellung wird in einen der Hohlräume des Eisenkristalls ein Kohlenstoffatom gepresst. Dadurch können die Eisenatome nicht mehr so leicht kreisen. Das Kohlenstoffatom hindert sie daran. Dieses Kohlenstoffatom inmitten der Eisenatome gibt dem Stahl erst seine immense Stabilität. Fügt man diesem Gemisch aus Eisen und Kohlenstoff weitere Elemente oder Legierungen bei, lassen sich Stahlarten mit unterschiedlichen Eigenschaften produzieren. Dank der Flexibilität des Eisenatoms konnten wir jahrzehntelang Stahl von ganz unterschiedlicher Stärke und Formbarkeit herstellen. Modernste Computertechnologie erlaubt es uns heute, Eisen mit noch präziseren Mengen von Legierungen zu vermischen, um eine ganz neue, verbesserte Generation von Stahl herzustellen. Das sind die neuen, hochfesten Baustähle. Sie sind 5 bis 6 Mal stärker als der Stahl vergangener Tage, was Fahrzeuge leichter, sicherer und kraftstoffsparender macht. Seit dem Jahr 2000 verarbeiten alle größeren Autohersteller die hochfesten Stahlarten in ihren Karossen. Bei Unfällen ist der neue Stahl sehr nützlich. Die Insassen bekommen nicht mehr die ganze Wucht ab, denn nun fängt das Fahrzeugtragwerk den größten Teil ab. Die neuen Stähle haben ihre Stärke und Strapazierfähigkeit in Versuchen bewiesen, in denen ein 180 Kilo Gewicht auf 6 Metern Höhe fällt, was einen Auffahrunfall mit knapp 60 Stundenkilometern simuliert. Hier das Muster aus altem Stahl. Es wurde um fast 15 cm zusammengepresst. Der neue Stahl wurde wegen seiner Härte und Energieaufnahmefähigkeit nur um etwa 7 cm eingedrückt. Wenn Sie denken, zusätzliche Stärke bedeutet mehr Gewicht, liegen Sie falsch. Dieses Autoteil wurde nach der alten Methode hergestellt. Es wiegt 18 Kilogramm. Im Vergleich dazu ist das neue Teil viel leichter und wiegt 32% weniger. Da der neue Stahl leichter und fester ist, können Sicherheitsstandards einfacher eingehalten werden. Herkömmliche Karossen bestehen zu 10-15% aus Stählen der neuen Generation. Laut Experten wird sich der Anteil im Jahr 2020 auf 40-50% erhöhen. Die neuen Stahlsorten werden auch bei Längsträgern und Stoßstangen zum verbesserten Aufprallschutz eingesetzt. Ebenso wie beim Fahrgestell und beim Dach, auch in den Türverstrebungen sorgen sie für besseren Seitenaufprallschutz. Hinten werden die Stoßstange und die Querträger ebenfalls mit neuem Stahl verstärkt. Eisen in Form von Stahl mag auf der Autobahn vielleicht Leben retten. Jahrtausende lang wurde mit Hilfe von Eisen allerdings Leben ausgelöscht. Auf den Schlachtfeldern der Geschichte. Die USS Ronald Reagan. Einer der 13 Flugzeugträger der US Navy Flotte ist eine schwimmende Stadt aus 53.600 Tonnen Stahl. Über 98% dieser Masse besteht aus Eisen. Eisen in Form von Stahl ist das Herzstück eines jeden Arsenals dieser Welt. Das dürfte keine große Überraschung sein. Die Entwicklung von Waffen und Eisen sind schon seit der Antike untrennbar. Eine Gesellschaft, die Waffen aus Eisen herstellen konnte, verfügte über die tödlichste Armee und war dem Feind überlegen. Vor über 3000 Jahren revolutionierte Eisen die Kriegsführung. Die ersten Waffen waren aus Stein, dann aus Bronze. Doch mit dem Aufkommen von Eisen hatte man eine Waffe, die man schärfen konnte, die ihre Form nicht verlor und über Generationen erhalten blieb. Mit aus Meteoriten gewonnenem Eisen werden die ersten eisernen Waffen hergestellt. Man nannte es Schwert des Himmels, denn mit dem fast reinen Eisen von Meteoriten konnte man Messer und Schwerter schmieden. Ob es darum geht, Eisen aus Meteoriten zu gewinnen
oder aus Eisenerz zu schmelzen. Um formbares Eisen zu erzeugen, ist große Hitze erforderlich. Wie gelang das den Menschen der Antike? Man schüttete einen Erdhügel auf, der in der Mitte ein Loch von 30 bis 60 cm Durchmesser hatte. Das Loch wurde mit feuerbeständigem Ton oder Stein ausgekleidet. Auf den Ton wurde eine Schicht Holzkohle gelegt, die dann angezündet wurde. Darauf verteilte man das Eisenerz. Bronze und Kupfer hatte man schon früher auf diese Weise zum Schmelzen gebracht. Doch Eisen einzuschmelzen erfordert die verstärkte Zufuhr von Luft, damit die Holzkohle bei der höheren Schmelztemperatur von Eisen brennt. Die zugeführte Luft hält die Hitze auf einer ausreichend hohen Temperatur. Beim Erhitzen wird der Sauerstoff dem Oxid entzogen und entweicht mit den Abfallgasen des Feuers. Zurück bleibt reines Eisen. Nachdem sie das Eisen geschmolzen hatten, formten sie daraus eine schmiedeeiserne Stange. Die Waffenhersteller der Antike schlugen diese Eisenstange in Form, in einem Vorgang, der sich Schlagpressen nennt. Bei geschmiedeten Messern wird als erstes der Griff hergestellt. Man legt das Eisen zur Hälfte auf den Amboss. Dadurch wird dieser Teil des Materials immer länger und dünner. Das wird unseren Griff formen. Bei einer Schmiedetemperatur von ca. 1000 Grad ist das Eisen sehr elastisch. Mit dem Hammer kann ich es in jede Form bringen, die ich brauche. Unsere Vorfahren schmiedeten in der Antike Messer und Schwerter, die härter und langlebiger als ihre bronzenen oder kupfernen Vorgänger waren. Dieses von mir bearbeitete Eisenstück hier wird viele Generationen überdauern. Stärke und Langlebigkeit machen Eisen geradezu ideal. Nicht nur als Waffe, sondern auch zum Zwecke der Verteidigung. Jahrhundertelang ist Schmiedeeisen das gebräuchlichste Metall zur Herstellung von Helmen und Rüstungen. Das ist qualitativ sehr hochwertiges Eisen und war für Leute angefertigt worden, die sich so eine Ganzkörperrüstung leisten konnten. Es konnte Jahre dauern, so eine Rüstung herzustellen. Seit dem 16. Jahrhundert haben eiserne Waffen einen enormen Fortschritt gemacht. Die ersten Musketen wurden wie kleine Handkanonen gemacht. Dabei wird ein Blech von geschmiedetem Eisen eingerollt und die Kanten werden zusammengeschweißt. Geformt wurde es um eine Stange oder einen Pfosten. Der schmiedeeiserne Lauf einer Muskete erzielt eine verheerende Wirkung. Auf dem Schlachtfeld. Im Zeitalter der schmiedeeisernen Flinten hatte der Plattenpanzer keine Chance mehr. Darüber hinaus wurden Musketen auch aus Gusseisen hergestellt. Das war im Wesentlichen geschmolzenes Eisen, das in eine Form gegossen wurde und dann aushärtete. Das ist ein Beispiel für Gusseisen. Alles in einem Stück. Der Vorteil von gusseisernen Einzelteilen ist, dass man mehrere gleiche Teile in nur kurzer Zeit herstellen kann. Doch Gusseisen hat einen entscheidenden Nachteil. Es ist brüchig. 1856 entwickelte der britische Erfinder und Ingenieur Henry Bessemer das nach ihm benannte Verfahren zur Erzeugung von härterem Stahl, in dem er Eisen und Kohlenstoff im Hochofen zusammenbrachte. Stahl lässt sich schneiden und walzen. Man kann daraus sogar einen Hinterladerlauf formen. Die Einführung von Metallpatronen bahnte den Weg zu sehr effektiven Hinterladern und ermöglichte auch die Entwicklung von Repetierbüchsen. Zur Zeit des Sezessionskrieges begannen die verfeindeten Nord- und Südstaaten, ihre Kriegsschiffe zu panzern.
Die Panzerschiffe bestanden aus schmiedeeisernen Platten. Entweder wurden diese, wie bei der Merrimack, am hölzernen Rumpf befestigt, oder, wie im Falle der Monitor, bestanden Rumpf und Geschützturm auf Deck aus schmiedeeisernen Platten, die vernietet waren. In ihrer einzigen Schlacht kassierten beide Schiffe Dutzende von Treffern, doch keines ging unter. Am Ende gab es keinen Sieger. Eisen ist der eigentliche Gewinner. In nautischer Kriegsführung war nun nichts mehr so wie früher. Im 20. Jahrhundert ist eisenreiches Hämatit Hauptlieferant für Amerikas Stahlindustrie. 1915 machte Stahl eine neue, mechanisierte Kriegsführung möglich. Die Panzer des Ersten Weltkriegs galten als Schiffe an Land. So wie die Panzerschiffe des Sezessionskriegs die nautische Kriegsführung revolutionierten, veränderten diese stählernen Fahrzeuge die Kriegsführung an Land. Der eiserne Schlachthelm, der Jahrhunderte zuvor erstmals auftauchte, wird während des Ersten Weltkrieges wieder eingeführt, diesmal allerdings aus Stahl. Das ist der Originalhelm der britischen und amerikanischen Truppen im Ersten Weltkrieg. Er ist aus dünnem Stahlblech. Wie eine Karosse heutzutage wurde er gestanzt. Er sollte nicht vor Kugeln schützen, sondern primär Schutz vor Granatsplittern bieten. Die meisten Soldaten kämpften ja 4 Jahre lang in Schützengräben. Im Zweiten Weltkrieg geht fast das gesamte Hämatitvorkommen zur Neige. Über 58 Millionen Tonnen Erz werden allein 1944 produziert. Amerikanischer Stahl beherrschte die Schlachtfelder, Ozeane und sogar den Luftraum. Man fing an, Flugzeuge aus Metall statt aus Leinwand und Holz zu bauen. Stahl ersetzt bei der Waffenherstellung alle anderen organischen Materialien. Noch heute ist Eisen in allen Armeen der Welt das wichtigste Metall, da es Hauptbestandteil sämtlicher Stahlarten ist. Doch eine bestimmte Stahlbauform hat sich als gefährlichstes Kriegswerkzeug bewährt. Der Lauf eines Gewehrs. Das M16 Sturmgewehr gehört zur Standardausrüstung der US Army und ist seit dem Vietnamkrieg im Einsatz. Seine Plastik-, Aluminium- und Stahlkonstruktion stellte sich im Gefecht als leicht und gut tragbar heraus. Um jedoch höchste Zielgenauigkeit zu erreichen, verwenden die Waffenschmiede in Fort Benning, Georgia, schwereren Stahl. Ohne Plastik und Aluminium hat man ein viel besseres Produkt. Kommt jetzt noch Eisen dazu, wird daraus ein viel genaueres und präziseres Gewehr. Die M16 wird für die US-Scharfschützen-Elite-Einheit umgebaut. Wir bauen ein Standard M16-Gewehr komplett neu zusammen. Der Lauf der M16 wird mit hochwertigem Chrom-Molybden-Stahl verstärkt, der zu 85% aus Eisen, zu einem entscheidenden Prozent aus Chrom und zu 0,2% aus Molybden besteht. Eisen ist das perfekte Metall zur Herstellung von Gewehrläufen, da es hohen Temperaturen und dem Druck beim Abfeuern der Kugel standhält. Es ist außerdem langlebiger als viele andere Metalle. Bei jedem Schuss muss der Lauf des Gewehrs eine Geschwindigkeit von 900 Metern pro Sekunde und einen Druck von fast 4500 Bar aushalten. Der abgeänderte Lauf der M16 wird aus einem Stahlrohling gebogen. Den Lauf einer M16 formen wir aus einem 4 Kilo Stahlrohling. Das äußere Profil wird maschinell hergestellt.
Am Ende wird er etwa 1,8 Kilogramm wiegen. Es gibt Stellen, die auf ein Zehntausendstel Zoll genau sein müssen. Das entspricht etwa einem Vierzigstel der Dicke eines Blatt Papiers. Um Präzision und Zuverlässigkeit zu gewähren, dürfen Abweichungen hier nur minimal sein. Nach gründlichem Feinschliff und Untersuchungen können sich die beiden Gewehre nun auf dem Schießplatz messen lassen. Das ist eine Standard M16. Und das ist unser modifiziertes M16 Scharfschützengewehr, wie man an dem spezial angefertigten Lauf erkennen kann. Auf dieses Ziel wurde mit der Standard M16 geschossen. Die Einschüsse liegen etwa 18 cm auseinander. Dieses Ziel wurde mit der veränderten M16 beschossen. Sämtliche Einschüsse liegen eng beieinander. Obwohl Eisen einen engen Bezug zu Krieg hat, ist es für die moderne Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Die Räder der Industrie sind aus Eisen und eine seiner geheimnisvollsten Eigenschaften hilft, sie anzukurbeln. Eine kuriose Eigenschaft des Eisens ermöglicht es, die Maschine in unserer modernen Welt in Gang zu setzen. Eisen ist magnetisch. Magneten sind ein grundlegendes Naturphänomen. Die Kräfte zwischen ihnen, Anziehung und Abstoßung, können viel bewegen. Dies ist ein Supermagnet aus Eisen, Bor und Neodym. Er ist 100-mal stärker als ein gewöhnlicher Kühlschrankmagnet. Supermagneten können sehr gefährlich sein. Sie üben solch enorme Kräfte aufeinander aus, dass man manchmal nicht in ihre Nähe kommen sollte. Ich lege einen Supermagneten in das Weinglas. Mit dem anderen nähere ich mich langsam. Dieses anziehende Wunderwerk ist ein sogenannter Dauermagnet. Ein eisenhaltiger Magnet, der sein statisches Magnetfeld auch nach Entfernung der Magnetkraft behält. Diese Kraft kann entweder ein anderer Dauermagnet oder ein elektrischer Stoß sein. Um magnetisch zu sein, braucht ein Elektromagnet elektrischen Strom. Elektrizität und ein Stück Eisen und schon hat man einen Elektromagneten. Das ist ein gewöhnliches Stück Eisen, nicht magnetisch. Es zieht die Bolzen nicht an. Um es magnetisch zu machen, wickle ich diesen Draht herum. Wenn jetzt elektrischer Strom durch diese Drahtspule fließt, wird sie zum Magnet, einem Elektromagnet. Und der zieht die Bolzen an. Stoppe ich aber den Stromfluss, ist der Magnetismus nicht mehr da. Diese Eigenschaft ist der Schlüssel zum Antrieb in industriellen Elektromotoren. Ein sogenannter Rotor dreht sich zwischen Nord- und Südpol eines feststehenden, nicht beweglichen Dauermagneten, genannt Stator. Der Anker rotiert so lange, bis sein Nordpol gegenüber dem Südpol des Stators liegt. Die Stromrichtung des Rotors wird umgekehrt. Die zwei Südpole stoßen sich gegenseitig ab und schieben den Rotor somit vorwärts. Der Strom wird mit jeder halben Drehung umgekehrt, was den Rotor in Bewegung hält. Eisen ist nicht nur ein wesentlicher Bestandteil der Maschinen, die unsere Welt am Laufen hält. Es ist außerdem ein lebenswichtiger Stoff in jedem von uns. Das Eisen, das wir überall sehen, ist dasselbe, das in Form mikroskopischer kleiner Partikel durch unseren Körper fließt. Ohne dieses Eisen könnten wir nicht leben. Unseren Körper versorgen wir mit dem lebenswichtigen Mineral, indem wir es über unsere Nahrung aufnehmen, in eisenhaltigem Fleisch und Gemüse. Eine weitere Einnahmequelle sind bestimmte Frühstückscerealien, deren Flocken mit Eisen angereichert sind. Den Eisengehalt angereicherten Cerealien kann man auf dem wissenschaftlichen Weg bestimmen. Man muss die Flocken lediglich mit einem Mörser zerstampfen. Dann kommt ein magnetischer Stab hinein.
Das Eisen im Müsli wird von dem Stab angezogen. Nun noch schnell abspülen. In einer Schüssel befinden sich etwa 8 Milligramm Eisen. Beginnt man den Tag mit so einem angereicherten Müsli, isst man eigentlich reines Eisen. Egal wo es herkommt, die entscheidende Aufgabe von Eisen ist, Sauerstoff durch unseren Körper zu transportieren. Kombiniert man Eisen mit Sauerstoff, entsteht normalerweise Eisenoxid, bekannt auch als Rost, was in unseren Körper natürlich großen Schaden anrichten würde. Doch Eisen, das in unseren roten Blutkörperchen vorhanden ist, heftet sich an Sauerstoffmoleküle. Warum also verwandelt es sich nicht in Rost? Unser Körper hat dafür eine Lösung parat. Er bindet das Eisen in einem käfigartigen Molekül, genannt Häm. Häm ist eine wunderbare Einrichtung unseres Körpers. Es fängt Eisen ein, umschließt es und verhindert, dass es bei der Verbindung mit Sauerstoff rostet. Eisen und Sauerstoff verbinden sich innerhalb des Häms mit dem Protein Globin. Das neue Molekül, Hämoglobin, fließt durchs Blut und versorgt den Körper so mit Sauerstoff. Die Gene, die diesen eisenabhängigen Transport steuern, sind jedoch schwer zu isolieren. Das jedoch wäre entscheidend, denn ein Drittel der Weltbevölkerung, über 2 Milliarden Menschen, leiden an Anämie. Die Mindestversorgung mit Eisen und Häm ist bei ihnen gestört. Anämie kann das körpereigene Immunsystem schwächen und lebensbedrohliche Infektionen und Krankheiten begünstigen. Dieser transparente Wurm unter dem Mikroskop ist vielleicht die Antwort auf das Rätsel. 70% seiner Gene sind mit unseren identisch. Und wie wir braucht er Eisen und Häm, um zu überleben. Wir haben also eine kleine Menge Eisen und Häm auf diese Petrischale gelegt. Und wir können direkt sehen, was in dem durchsichtigen Tier passiert, wenn es von ihm aufgenommen wird. Dr. Hamza findet 2007 in einer Reihe von Experimenten heraus, dass manche Würmer das Eisen weniger effektiv verdauen als andere. Mit der Identifikation des fehlenden oder mutierten Gens dieser Würmer gelang ihm ein entscheidender Durchbruch. Wir waren ganz aus dem Häuschen. Die Versuche lieferten uns Hinweise darauf, wie der Körper Eisen und Häm transportiert. Wir hatten das fehlende Glied zwischen Eisenmangel und Anämie gefunden. Häm bewahrt unsere Körper vielleicht davor zu rosten, doch um uns herum ist überall Rost. Zwar plagt er uns seit Jahrhunderten, doch hat er der Welt auch eine Fülle an Farben geschenkt. Das Markenzeichen von Eisen ist seine Festigkeit. Doch das für unsere moderne Zivilisation unentbehrliche Metall hat eine entscheidende Schwäche. In Verbindung mit Luft oder Wasser rostet es. Wir mögen Rost nicht, weil er unsere Bauwerke und Brücken angreift. Es ist ein ernstzunehmendes Problem, das die Industrie mit Abermillionen von Geldern in den Griff zu bekommen versucht. Rost ist das Ergebnis einer chemischen Reaktion, bei der die 26 Elektronen des Eisenatoms wieder ins Spiel kommen. Zwei dieser Elektronen umkreisen den Atomkern in größerer Entfernung als die übrigen. Diese Elektronen sind die schwarzen Schafe. Das Eisenmolekül wäre im Grunde viel stabiler, würden diese Elektronen verschwinden. Sauerstoff andererseits benötigt ein paar Elektronen und stürzt sich förmlich auf sie. Sauerstoff fusioniert mit den Elektronen und formt eine neue Verbindung, Eisenoxid. Und das ist der Erzfeind von Eisen, Rost. Da der zusätzliche Sauerstoff das Eisenoxidmolekül größer als das Ausgangseisenmolekül macht, verdrängt der Rost das Eisen und ist auf der Oberfläche gut sichtbar. Was wir gegen rostige Oberflächen unternehmen können, ist, sie zu beschichten. Und Sauerstoff und Feuchtigkeit daran zu hindern, überhaupt erst zur Oberfläche zu gelangen. Einige stört ein bisschen Rost aber gar nicht. Im Gegenteil, je mehr, desto besser.
Wir lieben Rost. Alles dreht sich hier um Rost. Rost ist unsere Welt. Bei Rockwood Pigments in Los Angeles nutzen Experten die günstigen Farbeigenschaften des Eisenoxids als Pigment. Mutter Natur lässt Eisenoxid, dasselbe Material, das im Tagebau gewonnen wird, in einer Vielfalt von Erdtönen erscheinen. Aus Eisenoxid, das von Eisenüberresten aus der Industrie gewonnen wird, stellt Rockwood Pigmente auf der ganzen Welt her. Wir nehmen hauptsächlich Stahlschrott und oxidieren es in Schwefelsäure. Bei diesen Reaktionen entstehen verschiedene Formen von Eisenoxid. Aus einer Tonne Stahlschrott entstehen wegen des zusätzlichen Sauerstoffmoleküls 1,5 Tonnen Pigment. Bei der Rockwood Pigmentfabrik treffen pro Jahr 45 Millionen Tonnen Eisenoxid in 3 Farben ein. Rot, Gelb und Schwarz. Das sind 2 Ladungen Eisenoxid. Zusammen wiegen die Säcke so viel wie ein Geländewagen. Diverse Pigmentkombinationen kommen in einen Mischer. Bis zu 4,5 Tonnen können hier gleichzeitig verrührt werden. Hier geht es darum, die roten, gelben und schwarzen oder Kombinationen der Pigmente so zu vermischen, dass im Endprodukt keine Streifen zu sehen sind. Im Kontrolllabor von Rockwood werden die pulverisierten Pigmente mit einem flüssigen Bindemittel aus Ton und Wasser vermischt. Eine Probe wird mit der Standardfarbe verglichen, um Übereinstimmung zu gewährleisten. Das ist die optimale Standardmischung. Das ist unsere neue Mischung. Wir müssen etwas mehr Gelb-Rot hinzugeben und es nochmal durchmischen. Hier wieder die Standardfarbe und unsere Mischung. Sieht jetzt gut aus und kann zur Lieferung freigegeben werden. Die Idee, Eisenoxid als Pigment zu nutzen, ist so alt wie unsere Geschichte selbst. Schon vor 17.000 Jahren benutzten es die Menschen, um ihre Geschichte festzuhalten. Noch heute kann man in der bekannten Höhle von Lascaux uralte Eisenoxidmalereien bewundern. Das Konzept der Pigmentmalerei wurde jahrhundertelang beibehalten. Im späten Mittelalter und Anfang der Renaissance mischten sich Künstler ihre warmen und satten Rot-Orange-Töne mit Eisenoxidpigment. Jeder Maler von Michelangelo über Da Vinci bis hin zu Rembrandt hat Eisenoxidpigmente benutzt. Diese farbenfrohe Tradition der Eisenoxidpigmente führt Rockwood Pigments heute weiter. Doch die meisten Pigmente landen nicht auf der Leinwand, sondern im Beton. Den wenigsten ist klar, dass Beton gefärbt ist. Zum Beispiel der Boden, auf dem man geht, die Betonwohnblöcke, die Steinplatten und Dachziegel im Haus. Überall wird Beton mit Eisenoxid eingefärbt. Pro Jahr produziert Rockwood Eisenoxid zum Einfärben von genug Beton, um ganz Texas zu pflastern. Wir haben täglich mit Rockwoods Eisenoxidpigmenten zu tun, wenn wir nämlich den Geldbeutel öffnen. Hunderte von Tonnen schwarzen Pigments gehen allein in den Druck von Geldscheinen. Diese schwarze Tinte ist so konzentriert, dass sie für Abermillionen von Dollarscheinen reicht. Eisenoxid-Schwarz wird beim Druck der Dollarscheine benutzt, weil es nicht ausbleicht, lichtfest ist und lange hält. Unser Geld mag kommen und gehen. Doch es ist allein dem Eisen zu verdanken, dass Lincoln niemals verblassen wird. So wertvoll, wie sich Eisen in all seinen Formen hier auf der Erde erwiesen hat, so könnte es auch der Schlüssel zur Erforschung des Weltraums sein. Als die NASA-Raumsonde Phoenix im Mai 2008 auf dem roten Planeten nach Anzeichen für Wasser sucht, liegt ihr ein ganz anderer Schatz zu Füßen. Der gesamte Mars ist mit Rost bedeckt. Wegen des Eisenoxids in seiner Erde nennt man ihn den roten Planeten. Auf dem Mars gibt es vermutlich ein riesiges Eisenvorkommen, das Jahrhunderte, sogar Jahrtausende lang für uns ausreichen würde. Die Erdkruste besteht zu 5% aus Eisen. Die Marskruste dagegen zu 14%.
Dieser immense Vorrat interessiert unter anderem auch Forscher der US-Firma Four Frontiers. Sie untersuchen Rohstoffvorkommen jenseits der Erde. Der Name Four Frontiers vereint Erde, Asteroiden, Mond und Mars. Sie stellen unsere vier Grenzen dar. Ich als Geologe sollte Mineralien aufspüren, die man zum Überleben bräuchte. Man schätzt, dass schon innerhalb der nächsten 50 Jahre die Besiedlung des Mars möglich werden könnte. Dort wäre Bergbau im Vergleich zur Erde ein Kinderspiel. Auf der Erde brauchen wir diese gigantisch großen Fördergruben, um ans Eisen zu gelangen. Das Eisen steckt in einigen hundert Metern Tiefe. Die Gruben erstrecken sich oft über hunderte von Quadratkilometern. Auf dem Mars, wo das ganze Eisen direkt auf der Oberfläche liegt, müssten wir vielleicht einen halben Meter tief graben. Und das ist ein immenser Unterschied. Die Oberfläche des Mars könnte sich als vorteilhafter herausstellen als angenommen. Die Bilder der Mars-Rover-Mission lassen darauf schließen, dass natürliche Vorgänge den Hauptteil der Rohstoffgewinnung schon längst erledigt haben. Als die Sonde auf dem Mars landete, bemerkte man all die kleinen Kügelchen. Man fand heraus, dass es sich dabei um Eisenmineral handelte. Wissenschaftler sind überzeugt, die Kügelchen enthalten ähnliche Mengen an Eisen wie die künstlich geschaffenen Pellets auf der Erde. Das Gute an dem Eisenerz auf dem Mars ist, dass es schon in Kügelchen vorkommt. Wir müssen nicht erst Pellets herstellen, wir müssen sie nur aufsammeln und in den Hochofen stecken. Der Mars hat einen weiteren Vorteil, was den Tagebau angeht. Die Schwerkraft auf dem Mars beträgt nur 38% der Erdanziehungskraft. Alles ist also viel leichter. Wir brauchen keine großen, schweren Maschinen, weil alles auf der Oberfläche liegt. Wir müssen die Eisenminerale nur einsammeln und in Eisenmetall verwandeln. Das Eisen würde auf dem Mars selbst verarbeitet werden. Das würde helfen, die Infrastruktur außerirdischer Kolonien im Weltall auszubauen. Auf dem Mars brauchen wir einen Ort, an dem wir leben können. Wir brauchen Werkzeuge und Maschinen, das heißt, wir brauchen Eisen. Es ist viel zu teuer, Eisen von der Erde zum Mars zu transportieren. Wir müssen es auf dem Mars suchen und verarbeiten. Sobald wir mit der Herstellung angefangen haben, können wir es zu den anderen Himmelskörpern bringen. Wir wären die Zwischenstation bei unserer Expansion ins Weltall. So reich der Mars auch an Eisen ist, die wahre Hauptader ist in den Asteroiden. Manche Wissenschaftler glauben, sie könnten bis zu 98% aus Eisen bestehen. Es gibt 4 oder 5 Asteroiden, die wir vorwiegend für Eisendepots halten. Sie sind so groß, dass sie mehr Eisen haben, als wir auf der Erde jemals produziert haben. Die Zukunft wird zeigen, ob sich unser Traum von der Rohstoffgewinnung auf anderen Planeten bewahrheiten wird. Selbst wenn die Erde unsere einzige Quelle dafür bleiben sollte, unser Bedarf an Eisen bleibt so lange bestehen, wie wir existieren. Wir werden immer Eisen haben. Eisen wird in unserem Leben immer eine zentrale Rolle spielen. Es ist Teil unserer Körper, Teil unserer Bewegung, es ist ein Teil von uns.